Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben heute den 21.03.2023. Ja, und es gibt was Neues von der deutsch-russischen Freundschaft. Ja, und zwar zu Gast bei mir der Dieter Jörg List von ASU. Aber er wird sich jetzt gleich mal selber vorstellen und wird mal sagen, was es da Neues gibt. Bitte, Herr List. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich kann das so erwidern von der ASU, dem Aktionsbündnis Sächsischer Unternehmer. Wir haben uns Ende 2022 gegründet, sind jetzt etwas über 300 kleine mittelständische Unternehmen und hatten am 27. Januar eine Pressemeldung an die deutsche Bundesregierung, an die russische Botschaft und die russische Regierung und das russische Volk verfasst. Und heute haben wir eine ganz tolle Reaktion erhalten im Auto unterwegs. Also ich bin der zweite Vorsitzende der ASU und heute war im Auto unterwegs unser erster Vorsitzender Frank Liske und er hat einen Anruf aus dem russischen Konsulat bekommen, der im Auftrag des russischen Botschafters sich bedankt hat für unseren Brief, für Frieden, für Beendigung des Krieges und für Freundschaft mit dem russischen Volk. Und darüber freuen wir uns ganz sehr, auch im Zusammenhang, dass vom Bundeskanzler wir bis heute nicht mal eine Eingangsbestätigung erhalten haben. Also, das sagt schon viel, ne? Ja, und wie ist das zustande gekommen oder wie habt ihr euch da zusammengesetzt und habt gesagt, also jetzt müssen wir was machen? Ja, also so, wir haben ja mehrere Unternehmertreffen gehabt. Wir hatten sechs Unternehmertreffen und ganz vorn in der Agenda war eben, dass so wie wir aufgewachsen sind, so wie wir gebildet sind, dass eben nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen soll und ganz besonders nicht mit Russland oder in meiner Vergangenheit, in der Geschichte mit der Sowjetunion. Und daraus ist die Intention entstanden, diesen offenen Brief zu schreiben, zumal die meisten von uns oder sehr viele Unternehmer des kleinen Mittelstandes in Sachsen mit Russland zusammenarbeiten, also mit russischen Firmen, mit dem russischen Volk, mit russischen Auftraggebern. Und das ist also ein Anliegen, was wir sowohl politisch als auch wirtschaftlich als auch persönlich und menschlich haben. Das steht alles in unserem Brief, den habt ihr auch schon veröffentlicht. Und man kann auch noch mal ganz kurz zitieren. Wir hatten geschrieben: Leider sehen wir momentan die Gefahr, dass unsere Bundesregierung wohl alles erdenklich Mögliche tut, um die Kriegsgefahr für ganz Europa zu verschärfen. Damit sind wir als Unternehmerverband, als Unternehmer und als Menschen nicht einverstanden. Es ist uns vollkommen unverständlich, wie es möglich sein kann, dass von einem Land, welches sich selbst und die ganze Welt schon zweimal mit einem Weltkrieg gestraft hat, nun wieder zündet und somit die Gefahr eines weiteren großen Konfliktes heraufbeschwört. Und so weiter und so fort. Wir sind also ganz strikt gegen jede kriegerische Handlung sowie gegen Waffenlieferung überhaupt. Ja, und da gab es also heute die Rückmeldung da von der Botschaft und kommt das eventuell zu einer Einladung? Und da frage ich Ja. gleich mal als Alternative zu Funk und Fernsehen, da würde ich natürlich mitkommen. Ich Und wenn kann noch nicht alles verraten, aber so weit, dass es ein Treffen geben wird, wahrscheinlich im Konsulat in Leipzig. Und Ja, da bedanke ich mich für das kurze Statement von dir. Ja, ich ich bleibe auch. dran. Euer Micha, die Alternative zu Funk und Fernsehen.